So, meine lieben Freunde, wir gehen das erste Mal in Evolutions rein. Ich habe keine Ahnung, was genau da ist, was da abgeht. Hier steht Evolutions wählen, Aufgaben abschließen, Profi entwickeln. Deswegen, ich wünsche euch viel Spaß dabei. Wir werden uns das Ganze mal anschauen und sind danach hoffentlich schlau, wie das Ganze funktioniert, was man am besten machen soll, wie man da vorankommt, etc. pp. Lasst gerne ein Like und Kommentar da für den Algorithmus und natürlich auch ein Follow, wenn euch die Videos gefallen und in Zukunft nichts mehr verpassen wollt. Also, Evolution wählen, Aufgaben abschließen, Profi entwickeln. Einfach. Mehr Infos, scanne QR-Code, will ich jetzt nicht. Ich möchte jetzt hier reingehen. Okay, Founder Evolutions. Vielen Dank, dass du ein FC Founder bist. Mit diesem exklusiven Evolution-Platz kannst du einen. Gut, dass man das nicht weiterlesen kann. Gut gemacht. Aber man kann anscheinend einen Profi aufleveln. So ist jetzt hier Nunes. Profi für Vorschau wählen. Ach so, es gibt keine teilnahmeberechtigten Profis in deinem Verein. Voraussetzung maximal 83, physisch maximal 85, Position Stürmer, maximal 83 Dribbling, maximal 91 Tempo. Boah, krass. Da kann man, glaube ich, sehr, sehr, sehr coole Karten nehmen. Dann sieht man hier die Upgrades. Also, erstes Level ist Upgrade auf 84. Ach so, ein Upgrade von plus 2 Chat und schwacher plus plus 1. Das heißt, bei Nunes plus 2 ergibt halt 84. Beim 83er wäre auf 85. Und dann, ach, Level 1 Challenges. Das ist Max. Okay. Du kannst sie maximal plus 2 upgraden. Hier sind die Werte, die du upgradest. Du kriegst halt Tempo plus 3 und Schuss plus 3. Du kriegst Dribbling plus 3, Physis plus 3 und Schwacher plus plus 1. Dafür musst du machen: Gewinne 2 Partien in Squad Battles oder Rivals Champions und stelle dabei deinen aktiven Evo-Profi in deiner Mannschaft. Okay, das heißt, wenn du einen Profi hast, wenn ich mir jetzt zum Beispiel Nunes hole, dann kann ich Nunes benutzen, stelle ihn in die Mannschaft. Und gewinne halt 2 Partien Squad Battles oder Rivals oder Champions. Und dann habe ich den schon mal auf 83 gelevelt und habe Tempo plus 3 und Schuss plus 3. Und dann muss ich nochmal 4 Partien in Squad Battles oder Rivals gewinnen und dabei dann den Evo-Profi in die Mannschaft stellen. Das heißt, ich denke dann den 83er Nunes und dann upgradet er sich auf 84. Schwacher plus plus 1 hat er dann auch noch, plus 3 Physis und plus 3 Dribbling. Okay, Nunes sieht nach einer krassen Karte aus. Du musst nur 4 Spiele gewinnen, hast du diesen Nunes einfach im Team. Der sieht schon krass aus. Werner auch, ja. Werner ist auch stabil, stimmt. Ansu Fati. Weiß nicht, ob Ansu Fati so gut dafür ist. Ich glaube, der ist auch kein Stürmer. Aber das können die Leute machen, die halt Founder sind. Okay, verstehe ich, verstehe ich. Meine Evolutions kannst du denn sehen, die du schon gemacht hast und verfügbar. Dann ist eine verfügbare Evolutions diese hier. Da darfst du maximal 80 Rated Spieler haben. Tempo maximal 90 und defensiv maximal 80. Okay, das heißt, du könntest aber theoretisch einen Defender nehmen, der maximal 90 Tempo hat und maximal 80 Physis. Aber du kriegst hier Physis plus 1, Dribbling plus 1, Passspiel plus 1. Tempo plus 1, Dribbling plus 1, Physis plus 1, Passspiel. Ja, okay, dann macht an sich Sinn, einen Angreifer zu nehmen. Aber maximal Upgrade ist hier nur plus 1. Also das, ja. Du kriegst halt bei dem ersten sogar nur dieselbe Karte und beim zweiten eine 81. Das ist eine sehr lowe Evolutions. Du kriegst hier Abwehrtempo. Da kannst du maximal plus 2 Upgrade bekommen. Das ist für Innenverteidiger. Gesamt maximal 80 Rating, Tempo 65. Okay, diese Anforderung musst du haben. Als Beispiel jetzt Martip. Boah, krass. Passspiel plus 3, Defensive plus 2 und Tempo plus 7. Bruder, das heißt, wenn du einen Innenverteidiger nimmst mit 65 Tempo, dann kannst du ihn auf 81 Tempo bringen. Krass. Maguire oder so kannst du sogar spielen oder halt Martip. Hey, warte mal, Tempo plus 7 und dann nochmal plus 8? Krass ist das denn, Bruder? Gesamt so krasses Tempo und Physis plus 3. Okay, ist auch relativ einfach, aber halt auch nur plus 2, auch nichts Weltbewegendes. Vor allen Dingen, weil er darf nur maximal 80 rated sein. Und das ist dann das Spannendste gerade, oder? Unerbitterlicher Flügel. Kannst du 1000 FIFA-Points bezahlen oder 50k. Und deswegen kannst du hier auch ein Dreier-Upgrade schaffen, also Level-3-Upgrade. Das heißt, du kriegst eine Karte mit maximal 79 Gesamt, die Werte, und du kriegst sie dann auf eine 85 rated. Das heißt, wenn du einen 78er hast, auf einen 84er und so, aber du kriegst auf einen 85er Rating. Schuss plus 7 ist krass und es kriegt sogar ein Spielstil unerbitterlich. Kriegst du noch eine zweite Position, falls sie es nicht hat, und Passspiel plus 7, dann Tempo plus 4 und Dribbling nochmal plus 7, Digga. Hier war doch auch schon, ah ne, Dribbling nicht plus 7. Und insgesamt dann eine 85 Rated-Karte. Ja, also bei sowas ist halt Ansu Fati oder so krass. Ich gucke auch gleich mal, es gibt eine Seite, da kann man gucken, welche Spieler man wofür benutzen kann. Dann nützlicher Nachschub Teil 1. Starte den Evolution-Weg deines Profis mit einem ausgewogenen Werte-Upgrade. Hä? Wie krass ist das denn? Upgrades, du kriegst plus 14, wenn du es gemacht hast, plus 12 und plus 16 Schuss und 3 mehr. Challenge 1, spiel 2 Partien mit so einem Evo-Spieler. Und stell dabei deinen aktiven, okay, easy. Kriegst du plus 16 Schuss, plus 5 Tempo, plus 14 Passspiel? Hä? Und dann defensiv plus 15, plus 16 Dribbling, plus 12 Physis. Also hier ist es, glaube ich, sehr schlau, einen ZM, wie auch angebildet, zu nehmen. Weil du den halt komplett krass pusht, Alter. Was? What the fuck?
Einfach ein ZM, den du überkrass pushen kannst. Bruder, von einer 64 auf eine 80, das ist ein 16er Upgrade am Ende. Darf auch maximal 64 sein, Tempo maximal 75. Okay, das wird interessant. Da müssen wir uns eigentlich gleich einen kaufen. Und dann gibt es hier auch noch einen mit maximal 80 Rating, maximal 80 Tempo, Position ZM. Okay, kannst du nochmal ZM mit plus 2 upgraden. Okay, cool für die Leute jetzt, die dann ein Spieler aus ihrer Lieblingsmannschaft oder so upgraden wollen. Chris hat auch ein paar Spielstile. Tiki-Taka und, nee, ah doch, hier, Schnittstellenpass auch noch. Ja, ist ein bisschen anstrengend. 3 Level für 4 Upgrades. Aber das heißt, du könntest einen 80er theoretisch auch nehmen und dann wären 84er. Ja, ich bin mal gespannt. Also das System verstehe ich. Du musst halt die Aufgaben machen und dabei den Spieler in deiner Mannschaft haben. Du kannst alle hier machen. Das hier kostet halt. Läuft ab in 24 Tage, läuft ab in 17, in 17. Okay, und du hast halt eine bestimmte Anzahl Zeit. Ich weiß nicht, wann neue kommen. Aber ich denke wöchentlich. Ich denke wöchentlich. Also ich check's. Ich check's, Jungs. Ich check Evolutions jetzt. Hä, krass. Dann können wir uns jetzt nochmal kurz diese Liste anschauen. Wo gibt es diese Liste? Weiß das jemand? Okay, hier haben wir jetzt bei FootGG, die Seite kann ich euch dann auch in die Infobox reinpacken, haben wir jetzt nochmal die ganzen Aufgaben, ne? Kennen wir ja, Welcome to Evolutions, Pacey Protector, Relentless Winger, halt auf Englisch Golden Glow Up und Founders Evolutions. Das sind die, die ich gerade mit euch durchgegangen bin. Ihr könnt halt alle kostenlos machen, bis auf die hier. Und dann könnt ihr jetzt hier gucken, wie die Upgrades für die einzelnen Spieler sind. Plus, ihr seht halt hier unten alle Spiele, die möglich sind. Und das heißt, ihr könnt euch jetzt hier den geupgradet, das sind die Upgrades, ne? Ja, so wie sie geupgradet werden. Das heißt, ihr sucht euch jetzt hier den Spieler raus, der euch geupgradet interessiert. Jetzt sagt ihr zum Beispiel, ey, ich spiele ein Premier League Team, Caicedo 81 interessiert mich. Und dann könnt ihr ihn halt auswählen, zack. Und dann wisst ihr Bescheid, ihr müsst euch den 80er Caicedo holen, ins Team stellen. Der kriegt ja erstmal die Karte. Und dann kommt er von der Karte auf die Karte, genau. Und sieht ja immer das Ende-Upgrade. Okay, cool, cool, cool. Könnt ihr also benutzen und euch so die Spieler raussuchen. Ich denke, für dieses eine Upgrade gibt es echt nicht so krasse Karten. Die sieht krass aus, weil es ist halt plus 1, Bruder. Die kriegen hier überall plus 1. Das ist so eine irrelevante, irrelevantes Upgrade. Ich weiß nicht mal, ob ich das machen werde. Welcome to Evolutions. Ich glaube, ich skippe das sogar. Ich glaub, Welcome to Evolutions skippe ich. Pace plus 1, Dribbling plus 1, Overall plus 1, Passing plus 1 ist unnötig. Pacey Protector sieht gut aus. Pacey Protector ist interessanter. Da müsste man jetzt mal gucken, welche Karte ist am Ende die beste Endgame-Karte. Chiellini sieht gut aus, aber MLS... schwierig. Für Messi vielleicht cool. Matip sah auch krass aus. No Cap. Für Premier League. Ach, und je weiter man runter geht, desto schlechter fast schon die Karten, ne? Umtiti sieht auch nicht schlecht aus. Zuma sieht auch sehr gut aus. Mit 88 Füße, 76 Pace. No Cap. Gabriel Paulista sieht für mich auch sehr interessant aus. Okay, von den Stats her gab es hier unten auch ein paar. Aber vom Rating, was ihr am Ende erreichen könnt, würde ich, glaube ich, von den 82ern dann Matip nehmen. Matip sieht schon echt cool aus. Den sie auch vorgeschlagen haben. Oder dieser, wenn ihr La Liga spielt, Aritz Elustando, sieht auch gut aus. Aber Matip, 84 Def, 82 Füße, er ist halt riesig und dann noch 76 Pace, ist schon stark. Wenn er MLS spielt, finde ich Chiellini auch cool. Okay, also hier werde ich wahrscheinlich Matip oder diesen Aritz Elustando nehmen, weil ich glaube, ich werde MLS nicht zocken. Joe Gomez geht nicht, nee, geht nicht. Welcome to Evolutions war uninteressant. Recently Swinger werde ich, glaube ich, machen, Chat. Weil hier gibt es halt die geilsten Karten. Hier kann man halt so ein krass Upgrade machen. Hier kriegt man halt so 85er Karten, ne? Bergwein leider eher die Devise. Aber von den 85ern sieht eigentlich keiner cool aus. Die Frau hier sieht cool aus, aber ist halt Frauenliga, ist dann wieder schwierig zu linken. Raspadori ist auch geil. 4-5, Bruder. Raspadori, sehr cool. 88 Dribbling, 85 Pace, 85 Schuss, sehr cool. Den Anfang. Geiler Stürmer. Sehr beweglich und so, 4-5. Krieg noch einen Playstyle dazu. Krieg noch eine neue Position. Das heißt, er kann einen Stürmer, linker Flügel, rechter Flügel, MS. Das ist schon eine geile Karte am Ende des Tages, sage ich ehrlich. Das ist schon eine geile Karte, Raspadori. Finde ich fast noch cooler als so hier. Moiskin sieht auch geil aus, aber 3-3 am Ende. Ansu Fati hat halt 4-4 am Ende. Dieser Hotter sieht auch krass aus mit 5-4. Er sieht auch krass aus, Chat. Hotter mit 5-4 für die Saudi League für den Anfang. Sehr krass mit 5-4. Ich würde Ansu Fati, glaube ich, gar nicht nehmen. Außer ihr wollt unbedingt Premier League spielen. Also ich finde Raspadori mit 4-5 sehr interessant. Sieht auch nicht schlecht aus hier. 4-4 im MLS. Hotter wegen 5-4 sehr cool. Und sonst, ne. Also hier ist Ansu Fati, Hotter, In El Sharawi cool, dieser Buanga cool. Raspadori, würde ich sagen. Hier oben sind ein bisschen Quatsch. Fühle ich nicht so hier oben. Auch so von der Linkbarkeit her und so. Und immer so 4-3, 3-3, 3-3. Perisic kann er leider kein ZM. Wenn der ZM könnte, mit den Stats wäre crazy. Er kann halt ZM, ne? Aber halt wenig Def und Physis. Ne, würde ich mit denen gehen, die ich gerade meinte. Okay, haben wir das auch. Pace Protector. Golden Glow Up ist halt dieses mit der Bronzekarte. Das ist interessant. Guck mal, wie die Bronzekarten am Ende hier aussehen. Ist hier irgendeine krasse Karte aus einer krassen Liga? Ja, oh, schwer. Diese Karten kannst du halt überhaupt nicht einbauen. Außer ihn hier vielleicht, der ist Premier League. Den werden wahrscheinlich viele nehmen. Aber auch 3-3 und nicht die krassesten Stats, Digga. Das ist Quatsch.
Muss man eigentlich nicht machen. Unnötig. Zeitverschwendung. Hier waren wir gerade schon drauf, oder? Ah, nee, das ist ein gutes Upgrade. Caicedo war nur bei FIFA auch drin als Dings. Deswegen kam es gerade bekannt vor. Ich glaube, Caicedo ist auch safe der Beste, oder? Und als Fati auf 85 machen mit einem Trick. Und zwar wie? Also, Fratesi sieht auch gut aus und so. Hier würde ich mir halt einfach einen aus der Liga nehmen, die ihr braucht. Wenn ihr jetzt so, ja, Ligue 1 braucht, zum Beispiel Vitinha, sieht nicht scheiße aus. Wenn ihr Liga braucht, ein Saul, sieht nicht scheiße aus. Serie A sieht der Pasalic nicht scheiße aus. Ich glaube, hier ist echt für jeden was dabei. Veretout sieht auch gut aus. Aber ich glaube, ich würde halt ein bisschen darauf achten, wie viele Skills und so die auch haben, ne? Dieser Elmas mit 4-4 sieht schon sexy aus. Er hat halt nicht so viel Defending, aber dann immer ein 4-4. Sonst gibt es hier echt schwer Spieler mit 4-4. Pasalic hat, glaube ich, die besten Stats und 4-4. Also die beste Kombi aus Stats und 4-4. 4-5, aber wenig Pace. Oh, der sieht auch nicht schlecht aus mit 4-4. Ja, das lohnt sich. Also ich würde Golden Glow Up Part 2 machen, wenn ihr Bock drauf habt. Welcome to Evolution skippen. Pacey Protector würde ich auch machen. Relentless Winger würde ich auch machen. Und das beides würde ich auch skippen, glaube ich. Also was war Founders Evolutions? Ah, das haben wir uns noch gar nicht angeschaut. Ja, das würde ich, glaube ich, auch machen. Was war das mit dem Stürmer? Naja. Boah, man kriegt die Stürmer aber schlecht geupgradet. Ferran Torres sieht cool aus. Mit 4-5. Der mit 5-5. Lacazette auch mit 4-5, aber voll wenig Tempo. 5-5 gibt es keinen, ne? 5-5 wäre halt crazy, wenn das jemand hätte. Ach, Jule Brandt kann man hier auch upgraden. Und Beto auch. Jetzt macht das auch Sinn, warum manche Spieler was kosten, Digga. Jetzt check ich's auch. Nee, keiner mit 5-5. Werner mit 3-5 ein bisschen Quatsch. Also ich würde hier, glaube ich, ja, 3-4 ist halt auch ein bisschen Quatsch. Ich glaube, ich würde hier Ferran Torres nehmen. Oder ein Super Sub, die hier. Saar. Sieht auch stark aus. So, wenn du keinen Bock hast, Frauenliga irgendwie einzubauen oder so, okay, dann setz dir halt Super Sub ein. Talisca sieht auch gut aus. 4-5. Hier Serie A, aber 3-4, auch wieder Quatsch. Patrick Schick sieht for real auch nicht schlecht aus, mit 4-4. Morata hat halt 3-5, das kackt auch wieder rein. Die sieht auch gut aus als Super Sub. 84 Tempo, 87 Schuss, 4-4. Okay, ich check's, Jungs. Ich hoffe, ihr habt es jetzt auch verstanden. Ist eigentlich nicht so schwierig, ihr müsst halt einfach nur Objectives machen. Ihr geht dann einfach auf die Seite, guckt euch die Spieler an, die dafür zur Auswahl stehen. Dann sucht euch den raus, den, auf den ihr Bock habt und dann spielt euch den frei. Das war eigentlich sehr, relativ einfach, finde ich. Fati bei der Evo, die du skippen willst, die nur plus 1 machst, reinmachen und dann den geupgradeten Fabi in die Flügel-Evo. Ach was, stimmt, guter Call. Dann passt er da ja immer noch rein. Das ist echt ein guter Call.